Na, alles gut bei euch? Von mir gibt es heute einen Perückenhaul, nachdem ja ganz viele gesagt haben, dass ich das in Zukunft, wenn ich bestelle, euch zeigen soll, da ich die ein oder andere von euch auch ein bisschen angefixt habe, was Perücken angeht. Bestellt habe ich dieses Mal wieder bei samsbeauty.com, habe momentan aber auch 2, 3 Stück in meiner Amazon-Liste, weil ich einfach mal die Amazon-Perücken ausprobieren möchte. Da gibt es so 2, 3 Stück. Die habe ich auf YouTube gesehen und habe die dann einfach mal in meinen Shopping Cart rein. Und ja, ich glaube, mein Mann braucht noch was von Amazon. Und wenn er dann alles in den Shopping Cart rein hat, dann werde ich Ende dieser Woche eine Bestellung tätigen und werde euch dann auch diese Perücken zeigen. Ja, so. Ich komme gerade von der Arbeit, ja, also ich bin nicht mehr die Fresheste, deswegen auch so ein bisschen am Scheinen und also bitte verzeiht, meine Lieben, aber ich wollte dieses Video aus mehreren Gründen heute noch abdrehen. Erstens, weil ich ein Flop-Produkt habe, weil ich ein Top-Produkt habe und weil ich eine Perücke dabei habe, die ich bestellt habe auf Wunsch einer Abonnentin, ja, also die liebe Michaela. Die liebe Michaela hatte mir einen Link geschickt mit der Frage, ob ich die Perücke für sie, also nicht für sie bestellen könnte, ob ich die Perücke bestellen kann, um sie anzuziehen, auszuprobieren, um sie dann wissen zu lassen, was ich von der Perücke halte, so dass sie dann die Perücke bestellen könnte. Macht es Sinn? Ja. Und da die liebe Michaela jetzt natürlich wartet und die Perücke auch im Angebot ist, wollte ich dieses Video jetzt so schnell wie es geht abdrehen. So, wir fangen mit einem Top-Produkt an, denn bei Sam's Beauty gibt es nicht nur Perücken, nein, da gibt es auch Kosmetik und Skincare-Produkte, bla bla bla. Und da Sam's Beauty jetzt auf ganz viele Sachen einen Sale hatte und ich ja groß auf der Suche bin nach einem neuen, schönen Nude-Lippenstift, bin ich doch tatsächlich bei Sam's Beauty fündig geworden, meine Lieben. Und zwar ist das der Lippenstift, den ich jetzt noch so ein bisschen auf den Lippen habe. Und der ist von NYX. Ja, und zwar ist das die Farbe HVLS10. Und da es ja von NYX viele verschiedene Reihen gibt, ja, das haben sie ja auch ganz toll gemacht, da haben sie den Sticker drauf. Aber ich habe hier auch meinen Computer mit der Bestellung. Und zwar ist es NYX Special High Voltage Lipstick. Das ist jetzt kein Lippenstift, der stundenlang hält. Also da lüge ich euch nicht an, meine Lieben. Der war aber im Angebot von $6,99 auf $1,99 und diese Farbe finde ich einfach phänomenal. Also wenn ihr einen schönen, cremigen, nicht lang anhaltenden Nude-Lippenstift sucht, dann guckt euch mal von NYX diese Farbe an. Wunder, wunderschön. Sehr cremig, überhaupt nicht austrocknend auf den Lippen, sehr angenehm vom Tragegefühl, aber nach einer halben Stunde, 45 Minuten ist er weg. Ja, also gerade wenn ihr was gegessen habt, getrunken habt, beim Rauchen, da hängt euch dann natürlich auch der Lippenstift an der Zigarette ran, aber für $1,99, ich finde die Farbe wunderschön und deswegen ein Top-Produkt, was ich jetzt die letzten 2, 3 Tage schon ausgetestet habe und den wollte ich euch zeigen. So, dann separat, aber also es war separat eingepackt, aber es ist auch die Bestellung von Sam's Beauty. Da ich anscheinend über einen gewissen Betrag gekommen bin, habe ich ein kleines Geschenkchen gekriegt. Chatzelines, wer freut sich nicht über Geschenke?
Und guck mal, ich habe hier ein Itty-Bitty Glätteisen bekommen in einem schönen Mint-Weiß. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich werde es jetzt in den nächsten Tagen mal testen. Aber freue ich mich drüber. Habe ich jetzt auch mal in die Bestellung reingeschaut. Es steht einfach nur dort Gift. Ja, da steht jetzt nichts, was dieses Teil kostet. Und wenn ich es bei Sam's Beauty eingebe, habe ich es nicht gefunden. Aber wir freuen uns jetzt einfach mal drüber. Über ein kleines Glätteisen. Also ich glaube, gerade für Bangs, in meinem letzten Video habt ihr mich ja mit einer Perücke gesehen mit Bangs, also mit einem Pony. Und das Pony musste ich vorher schon ein bisschen bearbeiten. Das habe ich mit meinem normalen Glätteisen gemacht, aber ich glaube, mit so einem kleinen hier funktioniert das fast noch ein bisschen besser. Und auf meiner Amazon-Liste sind jetzt Wigs mit Bangs in meinem Korb. Ja, also Perücken mit Pony. Weil mir Perücken mit Pony auch sehr, sehr gut an mir gefallen. Also an dieser Stelle mal ein ganz großes Danke an euch. Die Resonanz, die war ja fantastisch. Habe mich sehr über eure Kommentare gefreut. Und den meisten hat die Perücke auch sehr, sehr gut gefallen. So, warum mir die Perücke jetzt nicht mehr so gefällt, erzähle ich euch dann aber in einem anderen Video im Vergleich zu einer anderen Perücke mit Pony. So, ja, und dann habe ich mir noch einen Concealer nachbestellt, HD Flawless von OI Studio. Den finde ich sehr, sehr gut. Den habe ich nämlich schon mal hier und der ist fast leer. Ich bin ja kein Freund davon, also von Foundations, von stark deckenden, dicken Foundations. Und ich verwende eine getönte Tagescreme und dann partienweise einfach ein bisschen Concealer und dann mit meinem Real Techniques Schwamm eingeblendet. Und das gefällt mir am besten. Und der hat nur einen Dollar gekostet. Und nachdem der hier jetzt am Leergehen ist, habe ich mir dieselbe Farbe nochmal bestellt. Das ist Natural. Und dann nochmal eine Nummer heller in Light, weil ich mir gedacht habe, für meine Augenlider. Ja, anstatt Lidschattenprimer oder so verwende ich einfach Concealer. Da verwende ich momentan von Manhattan. Ist es noch ein ganz, ganz alter, den ich jetzt am Aufbrauchen bin. Habe eigentlich gedacht, dass die Farbe Light heller ist wie Neutral. Aber so groß ist der Unterschied gar nicht. Aber ich werde es ausprobieren. $2. Wenn es nichts ist. Wobei $1, weil den in Natural, den kenne ich ja und den finde ich sehr, sehr, sehr gut. So, dann habe ich mir, wie gesagt, es gibt auf Sam's Beauty nicht nur Haare, sondern auch Kosmetik und eben auch Fingernägel. Und auch diese Fingernägel waren im Angebot und zwar von Nail Creations habe ich mir einmal diese Teilchen bestellt. In einem schönen Nude und in einem, ja, braun-rot. Wobei, das könnte schon fast ein Taupe sein. Taupe-Mauve-Ton. Und Gold. Die haben $4,99 gekostet. Und das sind 24 Stück drin in 12 Größen. Und dann habe ich mir von Poshmallow Undressed diese schönen Nägel gekauft. Die sind noch mal ein bisschen länger und noch mal ein bisschen spitzer, wie die, die ich euch gerade gezeigt habe. Und die sind in einem, ja, Flieder-Mauve-Ton und dann auch noch Glitzer. Also die gefallen mir auch sehr gut. Wie sie sich auf den Nägeln machen, weiß ich noch nicht. Aber ihr wisst es, ich bin mittlerweile Profi mit aufgeklebten Fingernägeln. Auch die sind wieder aufgeklebt. Dieses Mal ja mit schwarzem French und dann einfach so als Hingucker der Mittelfinger in Glitzer. Dann habe ich mir Castor Oil. Was ist denn Castor Oil bei euch? Rizinusöl, glaube ich. Habe ich mir bestellt. Einfach für die Haare zum Auftragen. Angeblich sollen dann die Haare länger werden. Nee, nicht länger werden. Sie sollen besser nachwachsen, glaube ich.
Und durch meine Perücken ist ja dieser vordere Bereich sehr beansprucht, ja, weil da steckt man sich ja die Perücken rein und auch immer mit Haarspray. Und also was die Pflege meiner Haare angeht, bin ich momentan sehr, sehr groß dabei, weil mir das wichtig ist, dass mir meine Haare nicht ausfallen. Dafür trage ich Fake-Haare einfach zu oft, weil es mir sehr, sehr gut gefällt. Aber dann finde ich, muss die Pflege auch stimmen. Beim Shampoo ist es mir jetzt nicht ganz so wichtig, ja, da muss es mir die Haare einfach nur sauer machen. Aber dann zum Beispiel bei der Spülung oder bei einer Haarmaske, also da achte ich jetzt dann schon drauf, dass es gute Produkte sind und habe jetzt auch Haaröle hier. Und ne, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal dieses Castor Oil gekauft, aber ich habe von Sam's Beauty schon ein Biotinöl und ein Avocadoöl, was ich sehr, sehr regelmäßig verwende. Also ich verwende ein Öl jeden Tag, aber ich wechsle immer ab. Ja, und wenn ich dann meine Haare gewaschen habe vom Trocknen, ich mache mir dann immer so ein bisschen auf meine Fingerspitzen und massiere das dann hier so im vorderen Bereich ein und dann trockne ich mir die Haare. Also da ist dann auch nichts verklebt oder ölig. Werdet ihr jetzt auch gleich sehen, wenn ich hier dieses Gedöns abnehme. Ich habe mir meine Haare heute Morgen gewaschen, bevor ich arbeiten gegangen bin. Und ja, dann massiere ich das immer so ein bisschen ein. Pflege, denke ich mir, kann nicht schaden. Dann habe ich mir zwei Curly Twisters bestellt. Und zwar sind es einfach solche Haarteile, die ihr macht euch also einen Zopf. Und um diesen Zopf, um den Pony, macht ihr euch dann diesen Twister. Und da ich mir jetzt nicht sicher war, wie dick dieses Teil ist, habe ich mir zwei bestellt, ja, so dass man einfach mehr Volumen hat, in der Farbe Schwarz. Auch diese Teile waren im Angebot. Anstatt $3,99 habe ich, Moment, ich kann ja hier gucken, $1,99 pro Stück habe ich bezahlt. Das ist einfach ein Haargummi, ja, und wie gesagt, wenn ihr dann eure Haare zu einem Pferdeschwanz, habe ich vorhin Pony gesagt? Nee, Schätzeleins, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden habt, dann könnt ihr euch das einfach so außenrum machen und dann sieht es aus wie ein Messi-Bun und ihr habt einfach mehr Volumen. So, und da ja meine Haare mittlerweile ein bisschen länger geworden sind, also ich kann sie zu einem Pferdeschwanz, ja, zu einem itty-bitty-kleinen, ist ja kein Schwanz, ist ein Schwänzchen, kann ich mir die Haare zusammenbinden, habe ich gedacht, probiere ich das einfach mal aus. So, dazu muss ich jetzt aber meine Eigenhaare, meine Naturhaare erstmal färben, weil das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich mir meine Haare das letzte Mal gefärbt habe. Und das würde jetzt momentan nicht richtig blenden. Also vorne wäre es halt viel heller wie hinten. Aber ich zeige euch nachher, wie es funktioniert, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall kam das dann hier mit diesem Teilchen. Ja, es nennt sich Hair Curly Twister in der Farbe Dark Black. Für alle die sich jetzt wundern, hä, dunkles Schwarz, schwarzes Schwarz? Nein, bei den Haaren nicht. Also es gibt Jet Black, dann gibt es noch Off Black, dann gibt es Braun-Schwarz. Also bei den Haaren ist Schwarz nicht gleich Schwarz. Und wenn ich mir meine Haare aber gefärbt habe, dann sind die schwarz-schwarz. Und deswegen wollte ich ein ganz, ganz dunkles Schwarz. So, was mir hier sehr gut gefällt, muss ich sagen, es ist nicht super shiny. Also ich glaube nicht, dass es groß auffallen wird, wenn ich diese Teile dann in meinem Pferdeschwanz drin habe. So dass man dann sofort sieht, dass es fake ist. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Solltet ihr Perücken haben, die einen extremen Shine haben, verwendet entweder Babypuder, mag ich jetzt nicht so, finde ich nicht so angenehm, verwendet Trockenshampoo. Trockenshampoo, die Perücke einsprühen und dann durchkämmen und dann ist dieser Fake Shine, mit dem einige Perücken kommen. Also gerade glatte Perücken haben das sehr, sehr oft, dass sie so einen extremen Shine zu sich haben. Dann einfach mit ein bisschen Trockenshampoo drüber und dann durchkämmen und dann ist der Shine nicht mehr ganz so doll. Na? So. Gut, meine Lieben. Also dann haben wir das. Und dann habe ich euch ja vorhin erzählt, dass ich dieses Video abdrehen möchte, weil
ich ein Flop-Produkt habe. Es handelt sich um das Teil, was ich schon auf dem Kopf habe. Ich habe mir die Perücke gekauft, weil erstens fand ich die Länge sehr schön, die Farbe fand ich sehr schön und ich wollte eine lange, wellige Perücke, die ich eben hier zu so einem Pferdeschwanz, ja, machen kann, weil ich liebe diesen Look an mir. Und es handelt sich von Outre, von der Wet and Wavy Reihe, um die Let It Ripple. Let It Ripple ist also der Name von dieser Perücke und die Dame, sie sieht bezaubernd aus, die Haare, sie sehen wunderschön aus. Und die Perücke hat $15,99 gekostet und ich habe sie mir in der Farbe Dark Roots, also oben schwarz und dann Black Cherry. Ja, ich denke, ihr könnt es, im Licht könnt ihr es erkennen. Hat also einen schönen dunkelroten Stich. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Aber wenn die Perücke jetzt so gestylt ist, wie ich sie jetzt trage, ist es auch okay. Ich musste, wie ich das erste Mal die Perücke angezogen habe, musste ich einiges wegschneiden, weil, ich zeige euch jetzt warum, das ist eine Half-Wig, muss ich immer dazu sagen. Eine Half-Wig ist eine halbe Perücke, die ihr euch in euer Eigenhaar einsteckt und dann müsst ihr das Ganze natürlich verblenden. Entweder verblendet ihr es mit eurem Eigenhaar oder mit einem Headband. Das liegt an euch. Ich habe das Ganze mit einem Headband verblendet und ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt über die Kamera. Hier an der Seite sind ganz, ganz viele kleine Härchen, die wirklich bis hier hinten hingegangen sind, die abgestanden sind. Ja, also das hat ausgesehen, als ob ich 38 Antennen auf dem Kopf habe und neue Antennen wachsen mir aus dem Hirn raus. Also es hat ganz, ganz, ganz schlimm ausgesehen. Musste dann also wirklich mit einer Schere ganz viele Haare abschneiden, musste dann mit Gel und mit Haarspray musste ich arbeiten, musste das sleek an den Kopf anbringen, ja, also so, dass es wirklich schön anliegt. Und wie gesagt, mit einem Headband ist es okay, ja, also ich habe es einblenden können, so, dass es mir dann gefallen hat und dass ich eben auch aus dem Haus gehe. Also wie gesagt, ich war heute den ganzen Tag arbeiten, ich war gestern den ganzen Tag arbeiten und hatte auch diese Perücke an. Ich habe auch viele Komplimente bekommen, weil jetzt so gestylt sieht es schön aus. Aber wie ich die Perücke dann das erste Mal angezogen habe, Leute, diese Perücke hat geschattet. Ja, also ich gehe ja dann immer mit den Händen so ein bisschen durch, um die Wellen, um die Locken auseinanderzubrechen, so dass es einfach natürlicher aussieht, dass ihr auch mehr Volumen bekommt. Ich habe Bündel von Haaren in den Händen gehabt. Ich hätte es eigentlich aufbewahren sollen, dass ich es euch zeigen kann, aber habe ich nicht dran gedacht. So, und seit 2 Tagen ist diese Perücke jetzt also in einem Pferdeschwanz. Ich mache jetzt nochmal mein Headband drauf, ziehe auch jetzt mal meine Ohrringe aus, weil ich werde die ein oder andere Perücke werde ich mit euch anprobieren und mache diese Perücke jetzt dann auch mal auf, weil auf, also jetzt nicht in einem Pferdeschwanz, sieht sie eigentlich ganz gut aus. So. So, und da geht schon los. Könnt ihr das erkennen? Könnt ihr erkennen, wie viele Haare ich jetzt in den Händen habe? Und das ist jetzt nicht, weil ich hier radikal das Haargummi rausgezogen habe. Nein, das ist einfach die Perücke. Die Farbe, wie gesagt, finde ich wunderschön. Auch die Wellen gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Die Länge, ich gehe mal ein bisschen zurück, stehe auch mal auf, geht mir bis an den Bauchnabel. Ja, also hier sind die Boobs, da ist der Bauchnabel. Es ist also eine sehr lange Perücke
Und aus diesem Grund habe ich sie mir einfach bestellt, weil ich die sehr langen Perücke dann sehr gerne als Bun, ja, Messy Bun oder Pferdeschwanz. Also wenn ich die Perücke jetzt so trage, gefällt sie mir sehr gut, weil man einfach diese kleinen Härchen, das waren eigentlich keine Härchen, das waren schon richtige Strings, die da rausgestanden haben, die habe ich jetzt abgeschnitten und jetzt ist es auch okay. Aber wenn ich jetzt mal hier mit meiner Bürste durchgehe, ich gucke jetzt auch extra, dass die Bürste keine Haare drin hat. Also die Farbe finde ich fantastisch. Wie gesagt, dieses Schwarz mit dem dunkle Kirsche finde ich ganz, ganz, ganz toll. So, und jetzt guckt mal. Seht ihr das? Was ich hier an Haaren rausziehe. Das ist übrigens eine Bürste, die verwende ich speziell für meine Perücken, weil die nicht zieht. Auch wenn sich das so anhört, aber das ist eine ganz, ganz tolle Haarbürste, die ich euch auch in einem Favoritenvideo gezeigt habe. Die verwende ich auch sehr, sehr gerne an den Haaren meiner Tochter. Lauren hat ja afroamerikanisches Haar. So, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Nee, also das bin ich einfach nicht gewohnt von anderen Perücken und es kommt immer mehr und immer mehr. Es hört gar nicht auf. So, guck mal. Es ist wirklich eine wunderschöne Perücke. Guck mal, die Farbe. Könnt ihr das erkennen? Das sind fast schon die Highlights. Aber das ist jetzt für mich keine Perücke, die ich mit meinem Eigenhaar blenden würde. Kann man ja machen, ja? Also durch das, dass oben die Roots schwarz sind und mein Haar, wenn es frisch gefärbt ist, auch schwarz ist, kann ich diese Halfwigs, diese halben Perücken mit meinen Haaren blenden. Mache ich sehr, sehr, sehr oft. Aber das geht bei dieser Perücke einfach nicht. Solltet ihr also eine Perücke suchen, eine lange Perücke, dunkel, ja, mit rot, wellig. Achtung, Hund. Sie ist schon schön. Sie gefällt mir wirklich schon sehr, sehr, sehr gut. Aber auch hier oben könnt ihr es erkennen. Seht ihr das? Diese kleinen Strings. Das sieht nicht schön aus, Leute. Das sieht einfach nicht schön aus. Und deswegen ist diese Perücke für mich ein Flop. Weil erstens, sie shedet ohne Ende. Und dann diese kleinen Itty-Bitty-Härchen, die lassen das einfach verraten, dass es keine echten Haare sind. Ja, da könnt ihr blende Weltmeister sein, was eure eigenen Haare angeht. Aber es sieht einfach nicht schön aus. Was ich sehr schade finde, denn an sich gefällt mir die Perücke sehr gut. Die Farbe finde ich wunderschön, auch an mir. Gut, kann man jetzt natürlich sagen, ja, sie hat nur 16, 17 Dollar gekostet, aber trotzdem. Also da habe ich andere Perücken zum selben Preis, wenn nicht sogar noch günstiger. Und die finde ich besser. Naja. Gut, also das war die Let It Ripple in Dark Black Cherry. Und ich mache das ja dann immer so, also ich behalte diese Tütchen, in denen die Perücken kommen, behalte dann auch immer die Stock Card und mache die Stock Card dann in das Tütchen rein. Und wenn ich dann abends meine Haare abnehme, dann mache ich die wieder in die Tüte rein und hänge die dann auf. Also entweder hier hinter der Türe oder bei mir im Schrank drin. Und so sehe ich dann einfach immer, was ist welche Perücke und welche Farbe. Ja, also so habe ich das für mich organisiert und funktioniert auch sehr gut. Trinken wir mal ein Schlückchen Kaffee. So, meine Lieben, jetzt machen wir mit der Perücke weiter, bei der ich gebeten wurde, sie zu bestellen. Einfach mal, um zu schauen, wie ist die Qualität. Und hier habe ich jetzt eine Perücke
hatte ich so noch gar nicht, was die Haarstruktur angeht, weil hier handelt es sich anscheinend um 100%iges Human Hair, also Naturhaar. Diese Haare sind natürlich alle synthetic, ja, das ist alles fake, das ist nicht echt. Und diese Perücke war im Angebot für $21,99 anstatt $69,99. Ja, also $70 kostet diese Perücke normal und sie ist jetzt im Angebot für $21,99 in der Farbe 1. Also Farbe 1 ist das dunkelste Schwarz und das ist eine Headband Wig. Was also bedeutet, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe ein Kopfband, Haarband, habe ich selbst angezogen, ist hier an dieser Perücke schon dran. Ihr könnt es auf dem Bild sehen. Die Dame heißt übrigens, nee, die hat gar keinen Namen. Ist einfach nur Headband Wig Number 6. Und hier an dem Bild könnt ihr es erkennen. Also die Haare sind an das Haarband rangenäht, rangeklebt, wie auch immer sie das gemacht haben. Und somit habt ihr diese Verblendung schon automatisch. Da müsst ihr nichts machen. Und das ziehen wir jetzt mal an. Ich ziehe jetzt also hier mein Headband aus. So, oh, das ist ja wunderschicki hier. Da kommt der Knödelkopf zum Vorschein, Tesselheiz. Was habe ich auf meinem Kopf? Das zeige ich euch auch ganz schnell, einfach um zu zeigen, wie mache ich das. Es gibt Wig Grips. Die sehen so aus, wenn man sie sich frisch bestellt. Wig Grip Band. Und ich habe schwarz, weil, wie gesagt, die meisten Wigs, die ich habe, die sind einfach dunkel. Und um euer Eigenhaar zu schützen, weil, wie gesagt, eine Perücke kommt ja mit Kämmen und diese Kämme steckt ihr euch dann in die Haare rein. Und dadurch können eure Haare abbrechen. Ja, deswegen setze ich mir also immer einen Wig Grip auf. Und dadurch gehen diese Kämme, die ich mir dann einstecke, nicht direkt in die Haare, sondern unter den Wig Grip. Und somit schütze ich meine Haare noch ein bisschen. Außerdem habe ich hier so ein Teilchen, ein Wig Cap. Das setze ich dann auch noch auf, einfach, dass meine Haare nicht abstehen und dass das dann alles schön kompakt und eingepackt ist. Und jetzt machen wir mal dieses Schätzchen auf und gucken, ob sich das Geld gelohnt hat. Okay, hier haben wir das Schätzchen also. Wunderschönes, oh mein Gott, also die Haare, die sind super soft. Ich gehe jetzt hier mal durch die Haare durch, einfach um zu schauen, ob da ein Shedding ist. Nichts, ich habe nichts. Ich habe nicht ein Haar, wenn ich hier durch die Haare durchgehe. Da steht jetzt nicht drauf, wie lange sie sind, also ich kann euch jetzt keine Inches geben. Aber sie fühlt sich fantastisch an. So, das Innenleben. Ihr habt hier oben einen Kamm links und einen Kamm rechts. Und unten auch nochmal einen Kamm und diese Strings. Damit könnt ihr euch die Perücke enger oder fester machen. Ja, weil nicht jeder Kopf ist gleich groß. Ich habe einen Knödelkopf, ich habe einen sehr großen Kopf, muss also, was diese Strings hier unten angeht, seltenst zumachen. Das reicht bei mir, weil ansonsten habe ich das Gefühl, mir zieht das Brain nach hinten. So, und hier, das ist euer Headband. Ja? Das kommt dann mit Klettverschluss. Und jetzt ziehen wir das Schätzchen mal an. Also die Haare sind ein Traum. Oh mein Gott. So. Eine wunderschöne Perücke. Also wirklich, die Haare sind ein absoluter Traum.
Und ich mache das jetzt auch mit Absicht, ja, hier so oft durchzugehen, einfach weil ich gucken möchte, ob sie irgendwelche Haare verliert, aber überhaupt nicht. Und vom Style her erinnert sie mich sehr an die Perücke, die ich im vorletzten Video anhatte. Da hatte ich ja auch glatte Haare, die waren viel länger. Die gingen mir auch bis zum Bauchnabel. Also das hier geht jetzt so ein bisschen über die Schulter. Aber vom Style her eigentlich genauso. Und die Perücke, die ich vor zwei Videos anhatte, das ist auch eine Headband-Perücke, aber mit Kunsthaar. Ja, und das hier ist natürliches Haar und das merkt man. Also es ist ein Unterschied. Die Haare, die sind mega, mega weich. Die Farbe ist wunderschön. Der einzigste Unterschied zwischen dieser Perücke und der Perücke, die ich vor zwei Videos anhatte, sie hat nicht ganz so viel Volumen hier oben rum. Aber das stört mich nicht. Also sie gefällt mir sehr gut. Sie gibt mir jetzt nicht diesen Morticia-Moment, den ich mit den anderen Haaren habe. Aber für alle die andere Perücke zu lang war. Ja, und diese Synthetic-Haar-Perücke, die hat, glaube ich, $16,99 gekostet. Und hier habt ihr Echthaar, also kein Kunsthaar, für 21,99. Also, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Sie ist sehr angenehm vom Tragen. Also, die Wig-Cap ist nicht zu eng. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir mein Hirn zerdrückt. Es fühlt sich angenehm an. Die Haare sind wirklich ein Träumchen. Und guckt mal, wie ich hier durch die Haare durchgehen kann. Und ich habe überhaupt kein Shedding. Ja, also finde ich wirklich sehr, sehr schön. Warte, ich drehe mich auch mal um, dann könnt ihr es hinten auch mal sehen. Hoppala. Sie ist auch sehr voll, muss ich sagen. Und guckt mal, seht ihr den Body, den diese Perücke hat? Also dieses Movement. Es fällt wirklich sehr, sehr natürlich. Es sieht toll aus, muss man sagen. Das Einzige, was mir bei der Fake Way, also bei der Perücke, die ich vor zwei Videos anhatte, die lange Perücke, ah, wie hieß die Dame denn? Ich weiß es nicht. Ein bisschen besser gefällt ist einfach, dass ich hier oben mehr Volumen habe. Ja, das sieht jetzt hier oben alles ein bisschen platt aus, aber da könnte man wahrscheinlich auch mit ein bisschen Haarspray, könnte man wahrscheinlich so ein bisschen mehr Volumen zaubern. Und das Schöne an Kunsthaar ist natürlich, das Schöne an Naturhaar, hundertprozentigem Naturhaar, ist natürlich auch, dass ihr mit der ganz anders arbeiten könnt, ja? Also da könnt ihr Hitze könnt ihr reinbringen, ihr könnt mit Haarprodukten könnt ihr arbeiten, wie Haarspray und könnt die dann einfach auswaschen. So, ich versuche hier ein bisschen Volumen reinzubekommen. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Nein, also sie gefällt mir sehr gut. Sie gefällt mir sehr gut. Ich mag die Länge. Ich mag, wie sich die Haare anfühlen. Ich mag, wie sich die Wig Cap, ja, an meinen Kopf anschmiegt, ohne mir alles wegzudrücken. Ich finde die Farbe, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde den Schnitt schön. Hat so ein bisschen Layers drin, ja, also so ein. Was sind denn Layers? Sind da so ein bisschen Stufen? Also kann man machen. Für $21, $22 ist es auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank also für den Link, ja, an dich, weil ich hätte niemals bei Naturhaar geschaut. Ich gehe ja immer in Synthetic Hair und Halfwigs. Also ich hätte die Perücke selbst gar nicht gefunden. Aber sie ist wunderschön. Sie ist wunderschön.
kann man nicht anders sagen. Und wenn ihr jetzt dann natürlich, ihr habt dann so ein schwarzes Haarband, ja, aber ihr könnt um das schwarze Haarband, könnt ihr ja trotzdem noch ein anderes Haarband machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, nee, schwarz, das ist mir zu langweilig. Wartet mal, probieren wir mal das. So. Und dann blendet ihr das Haarband über das andere Haarband. Und schon habt ihr den Style geändert, ja. Also, kann man natürlich auch machen. Gefällt mir auch. Sieht auch schick aus. Was meint ihr, meine Lieben? Doch, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dadurch, dass ihr diese Haarbandperücken oder diese halben Perücken ja nicht vorne an euren Ansatz reinsteckt, habt ihr immer noch so ein bisschen von eurem Eigenhaar, das rausschaut. Und dadurch kommt einfach dieser natürliche Look, ja, weil sieht man ja nicht. Man sieht ja nicht, dass ich da jetzt ein Haarteil eingesteckt habe. Dann machen wir mit diesem Schätzchen weiter und das ist die Perücke, die ich vor 2 Videos anhatte, aber in einer anderen Farbe. Denn die ich vor 2 Videos anhatte, das war ein Schwarz mit blond-braunen Highlights. Und ich wollte aber unbedingt diese Perücke noch einmal in meinem über alles geliebten Rot. Ja, in dem Burgundy oder ich wollte sie einfach in einem Rot haben, da ich die Perücke an mir selbst so, so, so schön fand. Ich wollte dann noch ein paar andere Farben haben, aber die ist momentan in vielen Farben, die ich gerne hätte, ausverkauft. Guckt euch diese Farbe an. Oh mein Gott. I'm in love. Oh mein Gott. Oh my. Oh, okay. Okay. Now I'm getting excited. So, hier haben wir einen Kamm oben, einen Kamm links. Einen Kamm rechts. Es ist eine Headband-Perücke, wie ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Hier unten haben wir dann, glaube ich, auch nochmal. Ja, hier unten haben wir auch noch einen kleinen Kamm. Das ist die Stockcard. Sie heißt Dreamer in der Farbe OT530. Also ihr habt oben schwarz und dann nach unten hin ein Rot. Und können wir uns bitte über dieses wunderschöne Rot unterhalten? Ich glaube, das sieht an mir richtig gut aus. Ja, darf man auch mal sagen, ne? Und wenn ich hier so durch die Haare durchgehe, kein Shedding. Nichts. Gott, ist diese One moment. Give me a second. I'm getting excited, girl. Okay, okay. Wartet, wo ist mein Kamm? Wo ist mein großer Kamm? Ah, ich glaube, den hat Klein Mäuschen bei sich gerade. Oh, Gott, ist diese Perücke schön. Müssen wir hier oben noch das Headband ein bisschen richten. Und ich glaube, das Ganze auch noch ein bisschen zurückziehen. So. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh. Ich glaube, das ist mit einer meiner liebsten Perücken, die ich in meiner Sammlung habe. Und ich habe sie jetzt 45 Sekunden auf dem Kopf. Aber diese Farbe ist everything. Die Farbe ist der Knaller. Die Haare fühlen sich so weich an, so schön. Da ist kein Shedding, wenn ich durchgehe. Da ist kein Tangling, also Zusammenknoten. Sie ist ein absoluter Traum. Sehr, sehr, sehr lange. Ja, bis hierher. Oh. I love it. I love it. Was hast du denn
gekostet? 24 Dollar. Ja, also die waren ein bisschen teurer wie die Perücken, die ich normalerweise kaufe, aber sie ist jeden Cent wert. Also alleine von der Farbe her, wie sie hier oben liegt, ja, so dass sie mir schön Volumen gibt. Diese Layers, die da reingeschnitten sind. Oh, I love it! Also das ist mit einer meiner liebsten Perücken, die ich jetzt hier zu Hause habe. Sag ich euch, wie es ist, meine Lieben. Ich finde die so, so schön. Guckt mal, wie toll die fällt. Es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. Doch, bin ich sehr froh, dass ich mir die mitgenommen habe. Ich weiß, bei der war ich ein bisschen am Überlegen, einfach weil sie 24 Dollar kostet. Und normalerweise, ja, zahle ich so 15, 16, 17 Dollar, je nachdem. Aber da mir die dunkle schon so gut gefallen hat und die damals im Angebot war, ich glaube für 11,99 Dollar, habe ich gedacht, nee, komm, probierst du. Weil ich wusste ja auch schon, wie sie fällt, wie sie an mir aussieht, habe ich gedacht, nee, nehme ich mit. Und ich sag's euch ganz ehrlich, meine Lieben, also sollte die 40 Dollar kosten, sollte die 45 Dollar kosten, das ist ein Nachkaufprodukt. Guckt euch diese Farbe an. I love it. Was meint ihr? Gefällt euch die Farbe? Ist es too much? Ich bin sogar am Überlegen, zu meiner Haardame zu gehen. Also die, die mir die Haare schneidet und die Haare von Lauren braided. Und sie ist ja schwarz, afroamerikanisch. Und sie hat mir schon die ein oder andere Perücke, hat sie mir geschnitten. Einfach, weil mir die Perücke zwar gefallen hat, aber ich ein paar Layers drin haben wollte. Und da diese Perücke sehr, sehr lang ist und ich gerne Layers drin haben möchte, also so Stufen, ungefähr von hier ab, dann hier so runter, weil ich einfach finde, dass es dann das Gesicht nochmal schön, ihr wisst schon, einrahmt, glaube ich, dass ich diese Perücke einfach zur Kiki mitnehmen werde, also Kiki heißt die Dame, so dass sie mir dann hier so ein paar Stufen reinschneidet. Weil ansonsten ist die Perücke einfach ein Traum. Das muss man jetzt mal so sagen, wie es ist, gell? Also ich bin hin und weg. Ja. Dreamer in der Farbe OT530. So, nachdem ja die Haare jetzt sowieso gerade offen sind, habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal, wie ich mir das mit den Twisties gedacht habe, die ich euch ja vorhin gezeigt habe. Und mache mir da jetzt einfach mal rucki zucki ein Pferdeschwänzchen, weil von einem Schwanz kann man ja bei mir nicht sprechen. So, Haargummi drauf. Ich muss es dann natürlich noch hier einblenden, ja, und sleek. Hat so ein bisschen was von Domina, oder? So, also, jetzt machen wir das erste Haarband. Wie gesagt, das knödelt ihr euch dann einfach um euer Haargummi, um euer Pferdeschwanz außenrum. Und damit das nicht genug Volumen ist, mache ich da jetzt noch einen zweiten rein. So. Ja, also wenn ich jetzt meine Haare richtig gestylt hätte, ja, und vielleicht auch noch ein bisschen Haare raus und dann zu einem Pony, dann würde das, glaube ich, gar nicht mal so kacke aussehen. Aber momentan sieht es halt sehr nach Domina aus. So, wartet, ich drehe mich mal rum, dass ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Muss ich mit rumspielen und wie gesagt, muss hier oben eine richtige Frise machen. Durch das, dass das jetzt alles so angeklatscht ist, ja, sieht es mir zu sleek aus und müsste wahrscheinlich auch da hinten die Haare mit einem Bobbypin oder so feststecken. Und dann könnte ich das Ganze auch noch ein bisschen höher setzen, was mir, glaube ich, besser gefallen würde. Aber das sind diese Curly Twisters. Die Idee ist, glaube ich, gut.
An der Umsetzung hängt es noch ein bisschen, aber da werde ich dran arbeiten. So, also Wig Grip wieder drauf. Hair Cap. Bam! Und weiter geht es, meine Lieben. Ich habe mir die Instant Weave nachbestellt. Das ist eine Perücke, die habe ich schon hier. Die habt ihr auch schon oft in Videos gesehen, wenn ich einen ganz großen schwarzen Bun hier oben drauf habe. Ja, dann war das diese Perücke und zwar IWD, die hat gar keinen Namen. Auf jeden Fall in der Farbe 1 und das hier ist dann der Name. Ich guck mal, ob Sensational Half Wig Instant Weave Drawstring IWD. Ja, also das ist der Name. Und dann 1 ist die Farbe, also schwarz. Und die hat $12,99 gekostet. Und das ist eine sehr, sehr lange, sehr lockige Perücke, die ich aber sehr gerne verwende, um mir, wie gesagt, diesen Messy Bun zu machen. Sie sieht aber auch sehr schön offen aus, aber es ist sehr viel Haar, es ist sehr lange, es ist sehr voluminös und das ist mir dann doch ein bisschen too much jetzt, ja, weil bei dieser Perücke mache ich es nämlich am liebsten so, ich nehme sie aus der Packung raus, mache mir meinen Messy Bun und trage diesen Messy Bun dann so lange, bis die Perücke nicht mehr schön aussieht und dann wird sie ersetzt, ja. So, und dann habe ich jetzt noch eine Perücke, was ich mir bei dem Teil gedacht habe. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Es ist nämlich eine 2-in-1 Perücke. Ja? Es ist also eine halbe Perücke, die ihr euch einsteckt. Und dann gibt es da noch einen Pony dazu, den man sich vorne irgendwie so dran klippen kann. Habe ich gedacht, komm, probieren wir mal aus. Converti Cap and Bang. In der Farbe Dark Root Red Velvet. Ja, also da sind wir wieder bei dem Rot. Fragt mich nicht, was es mit mir und Rot ist, aber irgendwie gefällt mir die Farbe an mir. So, und jetzt zeig, also, passt auf, Schätzelein, passt auf. Also, ihr könnt sie so tragen mit einem Haarband, dann könnt ihr es so tragen mit dem Pony und dann könnt ihr euch einen Pferdeschwanz damit machen. Das geht bei mir aber nicht, weil da habe ich einfach viel zu wenig Haar für. Das wird mir gerade wieder so runterrutschen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr curly. Aber ich habe mir gedacht, mit diesem Pony, das probieren wir jetzt mal aus. Mehr wie Kacke kann es nicht sein. Was hast du gekostet? $9,99. Deswegen habe ich mir die mitgenommen, weil die ist in Clearance. Die verlässt also anscheinend dann das Sortiment. So, also hier hinten dran hängt dann auch das Pony. Leute, ich bin gespannt wie ein Anschnallgurt. Pass auf. Also entweder sehen wir es aus wie Oompa Loompa und können uns damit nicht aus dem Haus trauen. Aber das ist ja das Schöne an Perücken. Man kann es einfach mal ausprobieren. Oh, die Farbe. So, Pony legen wir an die Seite. Haarnetz machen wir auch ab. Oh. Also die Farbe ist ein Traum. Und guckt euch bitte diese Locken an. Aber hier weiß ich schon, das ist eine Perücke mit sehr, sehr viel Haar. Ja, das wird also sehr voluminös. Weil wenn man da dann durch die Locken durchgeht, umso puffriger wird die ja. Hat oben dunkle Roots und geht dann in das Red Velvet. Also, seid ihr ready? Hat oben einen Kamm, links einen Kamm, rechts einen Kamm und hinten dann auch nochmal. Und hat sogar einen Drawstring, weil mit diesem Drawstring, mit diesem Gummizug, könnte man sich ein Pferdeschwanz machen, ja, also man könnte das dann zuziehen und könnte das dann in den Pferdeschwanz reinstecken, aber wie gesagt, da habe ich einfach nicht genug Haar für, das würde bei mir, das wird wahrscheinlich gar nicht zugehen oder würde sofort rausrutschen. So, meine Lieben, seid da ready, also ich bin gespannt wie so ein Flitzebogen.
Bam! Oh ja. Oh ja. Okay. Viel Haar. Oi, 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 oi. Das sehe ich hier. Ach du Schande. Guckt euch das an. Also sie ist wunderschön. Ich finde es ja geil. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen, nee, Mutti, geht gar nicht, ist viel zu viel. Aber ich finde es geil. Du gehst damit aber nicht aus dem Haus raus, oder? Hell yeah! Shit, I'm going to Walmart! I need some eggs, some butter. Oh, die Seiten sind nicht eingesteckt. Moment. Bam! So. Könnte man jetzt natürlich so high-low machen. Ja, also man könnte sich dann hier so ein Pony, High-Pony machen. Müsste das dann natürlich ein bisschen einblenden hier. Aber ich wollte das jetzt ja mit einem Pony probieren. Wartet mal. Wo habe ich denn hier meine Instruktionen? Also das ist das Pony. The Bang. Also ich... Guckt euch diese Haare an. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine Perücke. Umso mehr ihr durchgeht, ja, mit euren Händen, umso voluminöser wird die. Also deswegen einfach so lassen. Und das Ganze kommt jetzt hier. Ah, okay. Es ist also ein Clip-on-Pony. Geil. Geil. Sachen gibt's, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ach, da ist auch nochmal so ein Netzchen außenrum. Okay, okay. Guck mal, das ist ja schon süß, ne? ich habe keine Instruktionen dafür. Wo stecke ich mir das dann rein? Ne, das zeigt mir einfach nur die ganzen Ladies. So, passt mal auf. Ne. Das fällt sofort wieder raus. Ah, okay. Also, ah, okay. In die Haare reinstecken. Und dann zuklippen. Bam! Okay! Okay! You got it. Okay! Aha. Also, das ist schon ein Haufen Haar hier, gell? Das muss man schon sagen. Aber... Wenn ihr mal so Sexy Time haben wollt mit Jotzi und wollt mal was Neues ausprobieren, könnt ihr hier BAM-mäßig. Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe nichts. Wo ist mein Haargummi? Oi, oi, oi. So, wartet mal. Ich versuch mal da draus was zu machen. Alter. Also allein deswegen macht mir sowas schon Spaß, ja, weil man muss zwischendurch, muss man einfach mal lachen, ja. Mann. Aber guck mal, wenn wir uns da jetzt so einen Pferdeschwanz oben machen. Ja, Max, ne, da guckst du auch. Wo ist die Mama hin? Ah, oh, da ist sie. Da ist sie. So, passt mal acht. Passt mal. Oh. Oh komm, so kacke ist es doch gar nicht. Guck mal, so kacke ist es doch gar nicht. Mach mal hier. The Bad, ne? Eher auf die Seite. Ah. Oh, ich find's klasse. Leute. So, ein bisschen einblenden hier. Nö, also ganz so kacke finde ich es gar nicht, muss ich sagen. Das Pony ist vielleicht ein bisschen too much, ne? Aber wenn ich das jetzt rausmache, dann zieht man ja den Übergang hier, wisst ihr? Also dann müsste ich eventuell mein... Nee, also ohne Pony finde ich sogar gut. Ich müsste nur meine eigenen Haare, müsste ich einblenden. Wobei, die kriege ich hier jetzt wahrscheinlich nicht raus. Nee, also... Wartet mal. Au.
Nee, meine eigenen Haare, die kriege ich da jetzt nicht raus. Weil die müsste ich mir eigentlich so rausziehen. Und da hätte ich jetzt Angst, dass sie mir abbrechen durch das Haarspray und das ganze Zeug. Aber ich glaube, wenn ich hier meine eigenen Haare draußen lasse und blende die dann in die Perücke ein. Ach, mir läuft die Nase. sieht es, glaube ich, gar nicht so kacke aus. Also irgendwas hat's. Die Farbe schon mal, dann die Haarpracht. Ja, es ist wirklich, es ist sehr viel Haar, meine Lieben. Aber ich finde es geil. Und dann hier noch so ein bisschen Haarsträhne rausgelassen. Kann man das mal machen? Kann man mal zu Papa Jones und kann da die Pizza ausliefern? Leute kriegen wahrscheinlich alle einen Schock. Aber warum nicht? Von der Länge her? Ja. Doch, kann man machen. Ach, da bin ich schon anders aufgetaucht bei Papa Jones. Also ich glaube, ohne Augenbrauen und ohne Make-up und die Haare auf 7:30 hatte ich auch schon. Ist nicht so schlimm, ist schlimmer wie das hier. Ganz so kacke ist es gar nicht. Nee, hab was. Also das mit dem Pony, das finde ich ja der Knaller hier. Wartet mal. Vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen auf die Seite machen. Oh. Der Knaller. Naja, gut, aber es gibt ja Frauen, die haben ja so super curly hair, ja? Und die haben ja dann auch tatsächlich einen Pony. Also vielleicht muss man damit einfach nur ein bisschen spielen. Ich weiß es nicht. Also nehmt mich nicht zu ernst, Leute. Ich mach's auch nicht. Ich mache das wirklich aus Spaß und der Freude, einfach mal um was Neues auszuprobieren. Und ihr könnt einen drauf lassen. Also das Ding, das lasse ich jetzt drin, bis Schatzi nachher dann kommt. Der fällt wahrscheinlich um und zack in die Garage rein. Nee, also ich finde, es hat was. Man muss halt selbstbewusst sein, ne? Das, ja, also ich denke, man wird da schon den einen oder anderen Blick bekommen. Also die Idee, muss ich sagen, finde ich gut mit so einem Clip-on-Pony, weil das sieht ja auch keine Sau, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Durch diese Wollpracht, Haarpracht, die man dann da auf dem Dach hat, also, das sieht ja keine Sau. Sorry, das war mein Bauch, schätze mal. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, oder so. Dann macht er euren Wischmopp Konkurrenz. Nee, also ich finde, es hat was. Ich werde damit noch ein bisschen rumspielen, weil, wie gesagt, ganz so kacke finde ich es gar nicht. Ich denke, man muss sich dann einfach nur daran gewöhnen und muss die beste Variante für sich rausfinden, weil die Haare an sich finde ich wunderschön. Ja, also diese Farbe und die wunderschönen Locken. Sie fühlt sich auch wirklich ganz, ganz weich an. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mit rumspielen, weil dafür finde ich sie einfach viel, viel zu schön, um die in die Ecke zu schmeißen und nie mehr zu tragen. Und wenn es nur für ein Video ist, ja, wenn es nur für ein Video ist, ist ja auch okay. War im Angebot, schätze mal. So, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mehr gibt es von mir gar nicht. War ja jetzt auch genug. Ja, ein bisschen. Ein Haar habe ich jetzt rausgezogen. Zwei Haare
aber mehr auch nicht. Also das ist für mich kein Shedding. Das ist für mich absolut in Ordnung. Ja, Haare nach hinten geschmissen. Sie sind auch sehr leicht, muss ich sagen. Also für das, dass ich ja da eine richtige Wolle auf dem Kopf habe, muss man ja sagen, würde man jetzt vielleicht denken, das zieht so den ganzen Kopf nach hinten. Aber nein, überhaupt nicht. Also ich merke da nichts, gar nichts. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Ich muss nur noch rausfinden, wie ich diese Haare trage und rocke, so dass es auch richtig gut aussieht. Gut. Wie gesagt, ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche war, ist eure liebste Perücke, also an mir jetzt, ja. Was wollte ich? Ach genau, mit Amazon, ne? Habe ich euch ja gesagt. Also ich warte jetzt mal ab, ob Schatzi heute Abend noch was bestellt oder nicht. Wenn nicht, haue ich meine Bestellung raus. Und dann machen wir auch noch einen Amazon-Perücken-Haul. Und da zeige ich euch, warum ich mir diese Perücken bestellt habe und warum mir die letzte zwar am Anfang mega gut gefallen hat, aber jetzt nicht mehr. Ne? Gibt da Unterschiede. Also umso mehr man ausprobiert, umso mehr findet man eben für sich raus. Ja. So, ich schicke euch einen dicken Knutscher aus der Ferne, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!